Ferien in Gambia beginnt man am besten auf dem Gambia River. Er ist die Lebensader des Landes und nach ihm ist auch die Republik benannt. Von der Hauptstadt Banjul aus begeben wir uns mit der Spirit of Malta auf eine ebenso sportliche wie historische Segeltour nach Albreda, etwa 20 Kilometer flussaufwärts. Einst befuhren unternehmungslustige Draufgänger den goldenen Strom, auf der Suche nach den sagenumwobenen Minen. Später kamen Abenteurer, die sich für Gold und Elfenbein interessierten, sich aber dann bald dem Sklavenhandel zuwandten. Wegen seiner Bedeutung als Einfallstor ins westliche Afrika war der Gambia River zwischen den Kolonialmächten lange Zeit heiß umkämpft. Heute wird der Fluss nur noch von den Urlaubern erobert, die hier in Westafrika Spaß, Ablenkung und Entspannung suchen. Anlegemanöver in Albreda. Hier betreten die Touristen historischen Boden. Denn dieser Ort brachte nach dem britischen Erlass über die Abschaffung der Sklaverei 1811 vielen entlaufenen Schwarzen die Freiheit. Alle Flüchtlinge, die es schafften zu entkommen und das damals britische Territorium Albreda zu erreichen, waren damit frei. Dokumente über den einstigen Sklavenhandel findet man in dem kleinen Museum des Ortes. Um nach James Island zu gelangen, müssen wir in eine Pirogue umsteigen. Nur dieses traditionelle Fischerboot der Gambianer kann in dem seichten Wasser um die Insel noch manövrieren. Der deutsche Herzog Jakob von Kurland gründete hier den allerersten wehrhaften europäischen Stützpunkt in Gambia. Von Wehrhaftigkeit ist heute nichts mehr zu spüren. Dafür gibt es Barbecue mit fangfrischem Lobster und Barracuda-Steak. All das wird auf dem Gambia River gefangen. Und wer Spaß daran hat, kann hier selber die Route auswerfen. Auf der Spirit of Malta aber wird vor allem gefeiert. Der Gambia River ist kein Spielball der Kolonialmächte und ihrer Korsaren mehr. Die Kapitäne von heute laden ihre Gäste zum Tanzen, Trinken und Relaxen ein. Wenn die Stimmung den Siedepunkt erreicht hat, werden kurzerhand die Rettungsinseln des Katamarans in den Fluss geworfen und zu kühlenden Surfboards umfunktioniert. Ein Vergnügen, nicht nur für Kids. Alles geht auf dem Gambia River. Das Wasser ist sauber und warm und hier wird so manche Ferienfreundschaft geknüpft. Vor allem Deutsche, Engländer und Skandinavier haben der Gambia als Ferienparadies entdeckt. Und wenn der Kapitän über Bord geworfen wird, nimmt er das mit Humor und keiner der Meuterer wird kehlgeholt.